Hallo, wusstest du schon, dass innovative Nanopartikel eine neue Ära bei der Krebsbekämpfung einläuten können? Das ist das Ergebnis einer neuen Studie US-amerikanischer Wissenschaftler. Vorher ein Hinweis, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren für Wissen, das wirklich hilft. Die neue Studie berichtet darüber, wie mit innovativen Nanopartikeln zwei verschiedene Krebsmedikamente in Tumorzellen eingeschleust werden können. Die US-amerikanischen Forscher haben dabei zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben innovative Nanozellen entwickelt und ein neues Therapieziel erreicht. Forscher der University Pittsburgh in Pennsylvania entdeckten ein Gen, das Tumorzellen dabei hilft, das Immunsystem zu unterdrücken. Die neue Immuntherapie schaltet dieses Gen aus, kombiniert mit einem bestehenden Chemotherapeutikum und verpackt in winzige Nanopartikel, schaffte es diese neue Behandlung, Tumore von Dickdarm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Tierversuchen schrumpfen zu lassen. Chemotherapie ist eine Säule der Krebsbekämpfung. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Bei den meisten Behandlungen bleiben Krebszellen im Gewebe zurück und diese können dann einen Rückfall verursachen. Daran beteiligt ist ein Lipid namens Phosphatidylserin, kurz PS. Normalerweise befindet sich dieses Lipid an der Innenseite der Membran von Tumorzellen. Als Reaktion auf die Chemotherapie wandert dieses Lipid jedoch auf die Oberfläche der Tumorzellen und wirkt dort als Immunsuppressiver. Das heißt, es schützt die Tumorzellen vor dem Immunsystem. Die Chemotherapeutika Fluorouracil und Oxaplatin hindern PS jedoch daran, sich auf der Oberfläche der Tumorzellen zu verteilen. Diese beiden Chemotherapeutika und die neue Immuntherapie verpackten die Forscher in Nanopartikel. Allerdings gibt es bei Nanopartikeln ein Problem. Sie sind normalerweise zu groß, um in Tumorzellen eindringen zu können. Deshalb beschichteten die Forscher die Oberfläche der Nanopartikel mit Chondroitinsulfat und Polyethylenglykol. Diese beiden Substanzen helfen dabei, gesundes Gewebe zu vermeiden und die Nanopartikel direkt in die Tumore einzuschleusen. Bei Injektionen in Mäuse zeigte sich, dass tatsächlich 10% der Nanopartikel die Tumore erreichten. Das ist eine deutliche Verbesserung zu früheren Werten von nur 0,7%. Außerdem zeigte sich in weiteren Untersuchungen, dass die Medikamente tatsächlich die Migration von PS auf die Oberfläche der Tumorzellen drastisch verringern konnten. In Tierversuchen zeigte sich außerdem, dass die Nanopartikel dazu in der Lage waren, die Tumore von Dickdarmkrebs und von Bauchspeicheldrüsenkrebs stark zu verringern. Die Forscher hoffen jetzt, dass sie ihre neuartige Behandlung bald für den Menschen realisieren können. Vorgesehen sind weitere Studien, die sich mit möglichen Nebenwirkungen befassen. Falls dieses Video für dich interessant war, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und wenn du auf den Gefällt mir-Button klickst. Schau auch bald mal wieder hier vorbei, denn wir uploaden ständig neuen spannenden Content. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Deine Cornelia.